Also bei der In-Vivo-Therapie arbeiten wir mit Wärme und mit einer Frequenz, einer Elektrofrequenz. Wir haben zwischen zwei Elektroden das Gewebe und fördern dadurch die Durchblutung, steigern den Heilungsprozess, unterstützen eine Zellregenerierung und wird angewendet nach der Belastung zur Regeneration, aber auch dann bei Muskelverletzungen, Sehnenverletzungen. In dem Fall vom Zwierschitz machen wir das zur Regenerierung und zur Zellregenerierung. Das heißt, wir gehen auf die Verletzung, auf das verletzte Gewebe und mit der Wärme versuchen wir auch die umliegende Muskulatur zu entspannen. Das heißt, den ganzen Oberschenkel vom Ansatz bis zum Ursprung. Ein Vorteil der In-Vivo-Therapie ist gegenüber herkömmlicher Elektrotherapie oder Tiefenwärme, dass ich als Therapeut manuell dazu mitarbeiten kann. Das heißt, ich habe die Elektroden, wie man sieht, in der Hand und kann das Gewebe auch gleichzeitig behandeln mit meinen Händen. Das ist der größte Vorteil. Ja, mir geht es den Umständen entsprechend, sage ich mal, ganz gut. Ich mache langsame Schritte, sage ich mal, vorwärts. Es ist dann doch ein bisschen eine längerfristigere Sache, als was ich vielleicht zuerst geglaubt habe mit dem Muskelfaserriss. Ich hoffe aber, dass ich im Oktober noch vielleicht einsteigen kann, das wäre das Ziel. Aber bei einer Muskelverletzung muss man halt dann leider immer schauen, wie es ist und wie schnell es dann funktioniert. Und man sollte nichts überstürzen, weil das wirft dann einen wieder zurück, wenn man zu früh anfängt. Deswegen kann ich noch nicht genau sagen, wie es jetzt genau dann ausschaut. Der Zwie hat sich beim Cupmatch gegen Wattens vom langen Oberschenkelkopf Muskelfasern eingerissen. Es geht ihm mittlerweile ganz gut. Wir können viele Übungen schon machen. Prognose, würde ich mal sagen, circa 4 Wochen, weil es am Sehnenmuskelübergang war. Und deswegen wird es ein bisschen länger dauern. Das Entscheidende für ihn sind Aktivübungen, vor allem exzentrische Übungen, weil auch die Narbe stabiler wird. Und die Narbe wird ausgerichtet im Zug des Muskels. Und das Wichtigste, damit quasi eine Wiederverletzung, das Risiko einer Wiederverletzung geringer ist. Er macht viel Krafttraining, er macht am Rad Ausdauertraining mittlerweile und ich hoffe in den nächsten Tagen, dass er mit Laufen anfangen kann. Ja, es ist halt schon was anderes, wenn du dann alleine trainierst oder mit dem Lichti gemeinsam trainierst. So in einer kleinen Gruppe ist schon was anderes, als wenn du dann am Platz bist mit so einer großen Gruppe, wo die ganzen anderen auch dabei sind. Es ist schon was anderes, es ist halt nicht so schön als Fußballer, wenn man in der Kraftkammer ist, aber wenn man verletzt ist, gehört das leider dazu. Dass man sich halt aufbaut und dass man dann wieder bei 100% ist und so mit der Mannschaft dann wieder trainieren kann. Also ich bin lieber da am Platz und habe das Gefühl, dass ich da mithelfen kann und Entscheidungen treffen kann. Und ja, ich probiere halt jeden Tag, dass ich trotzdem da in der Kraftkammer meine Übungen mache, dass ich halt so schnell wie möglich wieder fit werde und dass ich dann vielleicht ein paar Tage früher zurückkommen kann als geplant.